Ja, Freunde, heute in diesem Video soll es mal um ein paar Infos gehen. Lasst doch gerne davor ein Abo da. Danke für euren Support in letzter Zeit. Ja, Leute, seht ihr das hier ein paar Mal eingeblendet, dass ihr das auch wirklich nicht vergesst. Vergesst nicht, ich bin heute Abend gegen 19 Uhr live. Es ist ja jetzt aktuell 18.07 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Ja, vergesst es nicht. Es gibt nämlich ein paar Infos. Und zwar könnt ihr sehen, die Weihnachtshütte, die wurde entfernt. Und zwar ist die erste Info, gibt es seit heute Mittag, 15 Uhr, neue Wochenaufgaben. Leute, ihr seht, ich habe richtig viele. Ich wusste einfach nicht, wo man die findet. Und zwar, wo ist das? Stoße, Purzelbäume. Damit ist gemeint, Leute, dass man einfach diese großen Bäume umschlagen soll, die dann zusammenfallen, die man auch im Fortnite-Trailer gesehen hat, zur Chapter 3. Dann geht es auf Twitter weiter. Und zwar auf Twitter angekommen, seht ihr diese Spitzhacke. Falls noch mal ein paar Fragen aufkommen, die Spitzhacke, die bekommen wir entweder am Freitag, Samstag oder Sonntag. Spätestens gehe ich davon aus, am Dienstag zu dem großen Update. Also Leute, ihr seht ja gar nichts. Meine Idee der Spitzhacke, die bekommen wir dann spätestens am Dienstag im großen Update in unserem Spin, beziehungsweise vielleicht am Freitag, Samstag, Sonntag in unserem Spin. Und auch für einige nochmal, das Power-Level-Wochenende ist für uns am 8.1. bis zum 10.1. Wieso? Wegen der Zeitumstellung. Samstag und Sonntag, glaube ich. Diese zwei Tage, ich kann mal kurz gucken. 8. ist Samstag und 10. also bis Montag. Das heißt, wir haben Sonntag und Montag Zeit. 1 und 3 Tage. Durch die Zeitumstellung, ja, erst wie gesagt, am 8. Dann, Leute, was auch noch ist, und zwar ist die Weihnachtshütte nun weg. Das könnt ihr ja auch sehen, wenn wir hier mal hingehen, Leute, da ist die Weihnachtshütte weg. Und auch die Lobby-Hintergrund hat sich aktualisiert. Das ist wieder die Chapter 3 Hintergrundbild zu sehen. So, was haben wir dann noch von mir da? Dass die Weihnachtshütte weg ist und manche Leute, die Weihnachts-Items können weiterhin in Zelt abgelegt. Also wer im Zelt die Weihnachtsgegenstände, also das Weihnachtsgeschenk abgespeichert hat, kann es trotzdem noch nutzen. Wer weiß, wie lange das Epic Games noch, ob das Epic Games noch fixt oder ob das so bleibt. Denn Leute, wer von euch da draußen Gegenstände abgespeichert hat, hat die Chance, dass die Items bleiben. Ich glaube, das war's. Also das habe ich gezeigt. Und ja, das war's eigentlich. Und ja, ich würde sagen, das war's schon mit diesem Video. Vergesst nicht, wie gesagt, dass ich gleich um 19 Uhr live bin. Hier jetzt sofort 2 gratis Geschenke von Epic Games bekommen. Das ist mein Titel. Und damit würde ich sagen, haut alle da rein. Vergisst nicht, dass ich live bin.